Leute, wer hat momentan eigentlich die markanteste Stimme im Deutschrap? Ist es er hier? Ich wollte verdienen mit dem Set. Geh nach draußen, mach Paris mit dem Set. Oder sie? Alles Gucci ohne dich. Nicki MCM auf dem Beifahrersitz. Oder ist es vielleicht er? Ich will nicht mehr wissen, wie es war. Ich will nicht mehr wissen, warum es vorbei ist. Ich will nicht mehr wissen, wie es war. Ich will nicht wissen, was du machst, wenn du high bist. Henning May von An My Kantereit ist zum Lieblingsfeature-Gast eurer Lieblingsrapper und Rapperin geworden. Und das, obwohl er eigentlich in einer Indie-Band spielt. Warum Henning May und Deutschrap zusammenpassen wie Arsch auf Eimer, das seht ihr jetzt. An My Kantereit kennt man eigentlich eher als Band, die Musik macht, die auch unseren Eltern gefallen könnte. Catchy, schnörkellos, mit Texten, die stark von 80er, 90er Jahre Deutschrock beeinflusst sind. Sven Regner ist ein guter Texter, Dirk von Lotzow ist ein guter Texter, Herbert Grönemeyer ist ein guter Texter, Rio Reiser war ein guter Texter. Das krasseste Markenzeichen der Band ist aber natürlich die Stimme von Henning May. Du hast jetzt neue Leute, die dich besser kennen und nach dem Feiern bei dir pennen. Zu seinem Oldschool-Reibeisen-Style wurde mittlerweile nun wirklich alles gesagt. Wahnsinnsstimme. Kommt das vom Rauchen? Mein Gott, damn! Seine Stimme ist so krass. Oh mein Gott, ihr habt keine Ahnung. Ich hab Gänsehaut. Das heißt aber nicht, dass Henning Mays Stimme nicht immer noch eine krass emotionale Wucht hat. Und es ist schon auffällig, wie oft diese unverkennbare Stimme gerade in Deutschrap-Songs auftaucht. Mal schauen, was passiert, wenn ich einfach weitermache, so wie bisher. Ich glaube, ich hab vor 5 Minuten aufgehört, dich zu lieben. An My Kantereit sind eine der erfolgreichsten Bands, die es in Deutschland gerade gibt. Ihr letztes Album Schlagschatten ist zum Beispiel seit einem halben Jahr in den deutschen Albumcharts. Und auf der letzten Tour waren selbst die größten Hallen allesamt ausverkauft. Auf den ersten Blick könnte man vermuten, dass diese Rapper und Rapperin Henning May nur featuren, um Klicks von den An My Kantereit-Fans abzugreifen. Und bestimmt wollen viele Rapper mit diesen Moves auch wirklich raus aus ihrer Blase. Aber ich glaube, hinter diesen Features steckt mehr. Dass Henning Mays Stimme gut mit Rap zusammengeht, das haben die Jungs von KIZ schon 2015 gecheckt. Wenn nicht mit Rap, dann mit der Pumpgun. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Danach hat er sich immer weiter an Deutschrap angenähert. Zum Beispiel bei der An My Kantereit in Friends Live Session von 1Live mit Audio 88 und Yesin. Es gibt gar keine Rechten, es gibt nur ein paar Unterfickte, aber wenn das zwei Keine sind, kann man eins dann dazu fixen. Und mit Sixten. Du willst mich ficken, aber du darfst das nicht, weil ich's verbiete. Ich bin zu für dich. Naja. Also, mir gefällt Henning Mays aktueller Track mit Juju deutlich besser. Wie kann man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Ich bin gerade so krass zerrissen, soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Dass Henning May gerade so präsent in Deutschrap ist, hat natürlich mehrere Gründe. Einerseits ist es eine Win-Win-Situation für beide Parteien, was Klicks und Verkaufszahlen angeht. Andererseits macht es künstlerisch einfach Sinn. Für Juju zum Beispiel war Henning Mays Stimme für Vermissen perfekt. Dann haben wir halt zusammen seinen Part geschrieben und extra so auf einen geilen Flow, weißt du? Und das ist halt krass. Also ich glaube, das ist schon krass, diese Stimme auf so einen Flow, ist nice. Deutschrap feiert Henning May wirklich. Und Henning May feiert Deutschrap. Zum Beispiel den Kitschkrieg-Song Standard. Einmal lächeln für die Kamera. Standard. Aua! Oh oh! Gringo ist sauer. Außerdem ist Henning May mittlerweile gut mit dem Darmstädter Rapper Döll befreundet. Die beiden haben bei dem An My Kantereit-Song Weiße Wand schon zusammengearbeitet. Deutschrap und Henning May haben gerade also so einen Moment. Und das erinnert mich an einen anderen blassen, dünnen Indie-Boy mit markanter Stimme, der auch schon von Rappern gefeiert wurde. Kurzer Rückblick. Ende der Nullerjahre wurde Chris Martin ähnlich oft im Rap gefeatured wie Henning May heute. Zum Beispiel von Kanye West, der damals noch vor allem als geiler Musiker bekannt war. Und auch von Jay-Z, der damals noch mehr war als der Ehemann von Beyoncé.
Coldplay werden, wie An My Kantareit auch, von manchen Kritikern als schmusige Befindlichkeitsband abgetan. Rapper und Rapperinnen hingegen scheinen den Sound zu fühlen. Autotune King Future hat vor 3 Jahren auf Twitter schon gesagt, wie geil er Coldplay findet. Damit diese genreübergreifenden Features gut funktionieren, sind ein paar Sachen wichtig. Die Künstler müssen einen guten Draht zueinander haben, persönlich wie musikalisch. Und außerdem müssen sie so flexibel sein, dass sie ihren Style an den des jeweils anderen anpassen können. Wenn ich mit Rap und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Bei Henning Mai trifft das alles zu. Er hat Julius und Dölls Handynummer gespeichert, er feiert Gringo und seit An My Kantareits Anfängen als Straßenmusiker hat er sich zu einer krassen Studio-Allzweckwaffe entwickelt. Und Rapper wiederum interessiert's einfach nicht, dass An My Kantareit für manche nur so wie WG-Küchenmucke ist. Rapper checken vor allem. Die haben gut gemachte, emotionale Texte, die sind erfolgreich und der Typ kann verdammt nochmal singen. Aber ich seh was in deinem Gesicht. Und ich weiß nicht, was es ist. Aber ich seh was in deinem Gesicht. Und ich weiß nicht, was es ist. Zusammengefasst: Henning Mai genießt ein hohes Ansehen in der Deutschrap-Szene. Er ist ein cooler Typ und seine Art zu texten ist für viele Rapper und Rapperinnen einfach spannend. Weil er im Gegensatz zu ihnen nicht mit komplexen Reimketten um die Ecke kommt, sondern mit simplen und starken Beobachtungen. Kein Wunder, dass diese Kombi so gut funktioniert. Henning Mai und Deutschrap, ich find's geil. Oder wie seht ihr das? Passt seine Stimme auf Rapbeats oder eher nicht? Mit wem sollte er seinen nächsten Track machen? Schreibt's mir in die Kommentare. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da und macht die Glocke an. Und wenn ihr ein längeres Interview mit An My Kantareit sehen wollt, dann klickt doch einfach mal hier auf dieses Video. Ciao, bis nächste Woche.